Ich darf herzlich begrüßen unsere Ministerin Frau Isabel Weigmanns, begleitet von ihrer Kabinettschefin Frau Isabel Schifflers, sowie Sie natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, sowie die Mitarbeiter des Hauses und der Fraktionen, sowie alle Zuschauer zu Hause am Bildschirm. Kommen wir zur Fragestunde. Gemäß Artikel 84 der Geschäftsordnung eröffne ich die Fragestunde und wir kommen zu folgenden Fragen. Die Fragen 1 und 2 von Frau Kreuz-Wilver und Herrn Mockel werden gruppiert. Frage 1 von Frau Kreuz-Wilver an Frau Ministerin Isabel Weigmanns zum Krebsrisiko bei Kunstrasenplätzen. Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Ministerin, sehr geehrte Kollegen, Kunstrasenplätze sind in vielerlei Hinsicht ein großer Fortschritt für den Breitensport. Bevor moderne Kunstrasenplätze bespielbar sind, werden 35 bis 40, manchmal bis zu 70 Tonnen Gummigranulat auf das Feld gestreut, um das Verletzungsrisiko für die Fußballer zu senken. Das Material soll beim Ausrutschen Verbrennungen durch die Kunststoffhalme verhindern. Kann allerdings in hohem Maße krebserregende Stoffe enthalten, wie Recherchen des niederländischen Senders Vara ergeben haben sollen. In der Kritik steht, ich erspare es Ihnen, liebe Kollegin, ich habe nämlich mehrfach versucht, diesen Begriff korrekt auszusprechen. Sie haben ihn vor Augen, es ist also SBR, aus dem das schwarze Granulat auf den Plätzen bestehen. Für seine Herstellung werden beispielsweise alte Autoreifen geschreddert, die auch Weichmacheröle enthalten. In diesen wiederum finden sich polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, also kurzum PAC, und genau die sind zum Teil krebserregend. Dass mit dem Granulat die krebserregenden Stoffe ihren Weg auf den Fußballplatz finden können, stellte die niederländische Zeitung Sembla Anfang des Monats fest. Auch wenn Panikmache hier sicherlich fehl am Platze ist, sollte man dies für ostbelgische Kunstrasenplätze untersuchen. Und hier nun zu meinen Fragen. Ist bekannt, ob vorgenannte Stoffe bei der Anlegung der Kunstrasenplätze auf dem Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft verarbeitet wurden? Sind alle Plätze auf genannte Stoffe kontrolliert worden? Und besteht eventuell ein Risiko für Kinder und Erwachsene? Ja, und ich gebe direkt weiter an Herrn Mockel, der auch die Frage an Frau Ministerin Weigmanns hat, zu den möglichen krebserregenden Stoffen in Kunstrasenplätzen. Ja, Frau Ministerin, Anfang Oktober war ich auf einen Artikel im Standard gestoßen, der auch sich auf das niederländische Fernsehen berief, dass über krebserregende Kunstrasenplätze berichtete. Laut diesem Fernsehbeitrag beinhaltet das Gummigranulat, das Frau Kreuz ebenso schön beschrieben hat, und das auf manchen Kunstrasenplätzen genutzt wird, möglicherweise krebserregende Stoffe. Dieser Bericht hat sowohl in der Bevölkerung, in den Vereinen und auch in der Politik bereits für große Reaktionen gesorgt. Und man muss auch sagen, dass sowohl der niederländische Minister für Sport, Frau Edith Schippers, sowie sein flämisches Pendant, der Herr Philipp Meuthers, das Problem untersuchen wollen lassen wollen, beziehungsweise wissenschaftlich untersuchen lassen wollen. Auch in der DG haben wir festgestellt, seit etwa 10 Tagen, 2 Wochen ist das Thema angekommen und wird heiß diskutiert in Vereinen, bei Eltern, da auch Kinder, sehr viele Kinder, diese Kunstrasenplätze nutzen. Darum meine Frage an Sie, Frau Ministerin, wie viele Kunstrasenplätze sind in der DG davon betroffen und wie hoch würden die Mehrkosten der Vereine ausfallen, wenn diese auf Nummer sicher gehen würden, präventiv handeln würden und wären diese Maßnahmen von der deutschsprachigen Gemeinschaft bezuschussbar? Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen. Spätestens jetzt in der Diskussion um die Schlagzeilen rund um das Granulat auf den Kunstrasenplätzen denken wir zwangsläufig an das Sprichwort bzw. die Erfahrung, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wie mein Ministerkollege Philipp Meuthers nehme ich auch diese Nachricht sehr ernst und habe mich bemüht, mit Hilfe des Fachbereiches Sport und auch dem Infrastrukturdienst ein Bild über die Situation der Kunstrasenplätze in der deutschsprachigen Gemeinschaft zu machen. Es bleibt jedoch abzuwarten, was die europäische Studie und die weiteren Analysen ergeben, um das in der DG verwendete Material korrekt zu identifizieren und wenn auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich erläutere das jetzt etwas mehr im Detail.
In der Tat ist es so, dass bereits in den vergangenen 10 Jahren zu dem Thema mehr als 20 internationale Studien und Berichte veröffentlicht wurden. Und die Experten hegen unterschiedliche Bedenken, was das tatsächliche Gesundheitsrisiko für die Nutzer betrifft. Auf das von Ihnen angesprochene, auf den von Ihnen angesprochenen Bericht jetzt in dem niederländischen TV-Sender ist es so, dass also hier auch wiederum ein Uniprofessor eine Studie in Frage stellt, die einfach sagt, dass dieses Granulat nicht krebserregend ist, also eine Studie, die es vor 10 Jahren gegeben hat. Aber auch hier gibt es jetzt durch die niederländische Regierung weitere Studien, die in Auftrag gegeben wurden. Und wichtig, und das ist auch das, was für meinen Kollegen Herrn Meuthers und auch für mich wichtig ist, ist, dass für Januar, Februar 2017 es eine europäische Studie geben wird, die also auch, so hoffe ich, uns näheren Aufschluss geben wird über die krebserregenden Stoffe in diesen Granulaten. Insgesamt beim Bau von Kunstrasenplätzen ist generell darauf zu achten, so auch die Experten, dass die technischen Anforderungen der DIN-Norm, also 18035-7 Norm, das ist also diese entsprechende DIN-Norm, diese dann auch angewandt wird. Das ist der verbreitete Standard auch in Europa. Diese Norm beschreibt die Anforderungen an die einzelnen Schichten, die unterhalb des Kunststoffrasenbelags sich befinden. Auf dem Gebiet der deutschsprachigen Gemeinschaft wurden insgesamt 7 Kunstrasenplätze mit Unterstützung der Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft gebaut und ein 8. Platz ist jetzt in Planung. Ich werde das jetzt relativ ausführlich Ihnen hier vortragen, die verschiedenen Plätze, die es also seit 2004 nun in der deutschsprachigen Gemeinschaft gibt. In Kelmis ist ein Platz gebaut worden von einem Unternehmen Sportscape SA aus Antwerpen. Das war 2004 der erste Kunstrasenplatz in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Inzwischen ist diese Firma, gibt es diese nicht mehr, sodass wir diese auch nicht kontaktieren konnten. In Eupen ist dann der Platz des FC Eupen durch die Firma Lesuco SA mit Sitz in Jeanblou erbaut worden. Das war einige Jahre später. In Lonzen dann ebenfalls durch die gleiche Firma aus Jeanblou, also Lesuco. Der KS Eupen Platz ist auch von dieser Firma erbaut worden. In St. Vith dann wurde der Platz von der Firma Sportinfrabau mit dem Sitz in Essen, Belgien wohlbemerkt, gebaut. Also es gibt nicht so viele dieser Firmen in Belgien. In Amel jetzt wurde dieser Platz ebenfalls von der Firma SA Sportinfrabau aus Essen, Belgien gebaut. Und in Raren der Platz wurde auch ebenfalls von der Firma Lesuco SA aus Jeanblou, die wir eben schon mal gehört haben, gebaut. Das Grenzsicher berichtete in seiner heutigen Ausgabe auch über die Einweihung in Raren und hat auch die mögliche Gesundheitsgefährdung ebenfalls kritisch hinterfragt. Für 2017 ist jetzt ein Kunstrasenplatz auch für den FC Honsfeld, Entschuldigung, der Gemeinde Büllingen im Infrastrukturplan aufgenommen worden. Dann gibt es noch einen weiteren Kunstrasenplatz, einen 9. in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Ich erwähne das, weil das wichtig ist für den Sachverhalt. Das ist der 2. Kunstrasenplatz der neuen Generation beim RFCU Kelmis. Die haben also 2, aber sie haben einen aus eigenen Mitteln finanziert. Dieser wurde 2014 gebaut durch die Firma SA Sportinfrabau Essen, Belgien. Also noch einmal diese Firma. Hier ist es so, dass die Projektverantwortlichen sich entschieden haben, bei diesem Bau auf den Füllstoff Kork als Alternative zum Gummigranulat zurückzugreifen. Der Fachbereich Sport hat mit Unterstützung des Fachbereichs Infrastruktur die Unterlagen der beiden zuletzt realisierten Projekte, nämlich den Kunstrasenplatz KFC Amel und auch des RFC Rahn, eingehend beschäftigt zunächst. Diese Überprüfung hat ergeben, dass die Kunstrasenplätze eben durch die eben genannten Firmen gebaut wurden, die also auch St. Vith sowie auch die Eupener Kunstrasenplätze gebaut haben. Aus der Analyse der Lastenhefte und auch der Angebote der Firmen geht hervor, dass der von Ihnen und auch in der Presse beschriebene Kautschuk, also dieser SBR, bei den Plätzen in Amel und auch in Raren auch verwendet wurde. Die Diskussion um das schwarze Gummigranulat ist, wie gesagt, nicht neu und wird auch immer wieder belebt. Tatsache ist, dass aus Gummischrott geschredderte Granulate eben hier diese in berechtigter Weise auch in der Kritik stehen.
Doch sind die Bedenken auch so unterschiedlich wie das zu verwendete Gummimaterial, was auch für Kunstrasenplätze genutzt wird. Es gibt also sehr große Unterschiede zwischen der Qualität dieses Granulats und auch der Herkunft. Es gibt also Granulat, das in der Tat aus Altreifen gemacht wird, wie in der Frage von Frau Kreuz auch gesagt wurde. Es gibt aber auch Granulat, das aus Neugummi und recyceltem Material hergestellt wird, wo also dann dieses Pack in dieser Form oder Konzentration auch nicht zu finden ist. Doch wie man sagt, auch in Französisch, on en avertit, on vaut deux, daher verlässt man sich also auch bei dieser Planung natürlich von den Projekten auch auf die Empfehlungen der Experten. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die beauftragten Firmen auch alle im Besitz einer Anerkennung zur Verlegung von Kunstrasenplätzen sind. Darüber hinaus müssen sie auch die Kunstrasenplätze diversen Normen entsprechen, wie unter anderem der DIN-Norm, die ich eben schon mal erwähnt habe, aber auch der europäischen REACH-Verordnung, also der REACH-Verordnung und der Normen auch der FIFA, die auch sie hat auch Normen noch mal festgelegt, damit diese Plätze auch für Wettkampfbetriebe überhaupt erlaubt werden können. Auf unsere Nachfrage bestätigte uns jetzt für den Kunstrasenplatz des KFC Amel die Firma Rumal, die also dieses SBR-Kautschuk dann auch entsprechend angeliefert hat, dass dieser Kautschuk dann auch dieser REACH-Verordnung entspricht, also dieser europäischen Verordnung und auch der DIN-Norm-Zertifizierung. Das heißt, es handelt sich hier wohl, wir haben es jetzt nicht überprüft, weil wir keine wissenschaftliche Überprüfung gemacht haben, aber dann wohl um Neugummi, sonst könnte es also nicht dieser REACH-Verordnung entsprechen. Das ist jetzt aber wohlbemerkt auf Aussage natürlich dann des Lieferanten. Bei unseren deutschen und niederländischen Nachbarn werden zurzeit auch sehr viele Fußballfelder dann aus Kunstrasen auf mögliche Gesundheitsgefahren untersucht. Das Deutsche Umweltbundesamt kennt auch das Problem und verweist auch, deswegen tun wir das an dieser Stelle auch auf diese eben erwähnte EU-REACH-Verordnung, die also diesen Grenzwert festlegt, für die zugänglichen Kunststoff- und Gummiteile von Erzeugnissen festlegt, wo man also nicht mehr als 1 Milligramm Pack pro Kilo überschreiten darf. Also das ist also hier diese Norm, die in dieser Verordnung festgehalten ist. Ich weiß, es ist sehr technisch. Schlussfolgernd und zu raren ist das ja, also das möchte ich jetzt nicht wiederholen, haben wir das heute auch in der Presse lesen können, ist auch hier, also die Firma, die ja das dort errichtet hat in Raren, ist ja auch auf diese Fragen eingegangen und hat auch nochmal bestätigt, dass also das verwendete Material eben allen Verordnungen auch entspricht. Deswegen wollte ich das hier nur noch daran erinnern. Schlussfolgernd ist also festzuhalten, um konkret auf Ihre Fragen zu antworten, dass also bei allen Kunstrasenplätzen in der deutschsprachigen Gemeinschaft, eben außer auf diesem zweiten Platz des RFCU Kelmis, der Füllstoff SBR als Granulat verwendet wurde. Weitere Untersuchungen müssen jetzt Aufschluss darüber geben, auch bei den Kunstrasen der älteren Generation, ob das Granulat, was dort verwendet wurde, in der Tat auch dieser REACH-Verordnung entspricht. Wo man also dann davon ausgehen kann, dass also man unter dem Wert der krebserregenden Stoffe dann liegt. Zudem müssen aber auch die weiteren Studienergebnisse abgewartet werden, von denen ich eben eingangs gesprochen habe, nämlich dieser europäischen Studie, die wir also im Januar, Februar erwarten, um all diese Fragen auch abschließend klären zu können. Nach dem Prinzip des guten Familienvaters soll dann aber, wenn wir all diese Angaben effektiv haben, auch im geringsten Zweifel meines Erachtens gehandelt werden. Daher ist es auch wichtig, dass wir auf Grundlage all der Erkenntnisse, die wir dann haben, konzertiert mit weiteren Experten, aber vor allem auch mit allen betroffenen Parteien, das heißt unserem Fußballverband, den verschiedenen Vereinsverantwortlichen, den Gemeinden, den Baufirmen, den verschiedenen Architekten, die damit dann auch beschäftigt sind, dass wir mit denen konzertiert dann auch vorgehen. Die eventuelle Nachbesserung, die Sie angesprochen haben, kann auch nach den Bestimmungen des Infrastrukturdekretes dann auch berücksichtigt werden. Es war jetzt nicht möglich, Ihnen eine wirkliche Schätzung insgesamt zu unterbreiten auf die kurze Zeit, denn es geht nicht nur um ein anderes Füllmaterial, es ist also nicht nur die Frage, ob es ein Gummigranulat ist oder beispielsweise Kork. Es ist auch die Frage, dass die Beschaffenheit der
Gummimatten und auch also des Gummirasens ein anderer sein muss, wenn Sie entweder mit Gummigranulat arbeiten oder mit Kork. Entweder sind die dann dichter oder nicht so dicht, weil ansonsten können diese, also die Beschaffenheit ist eine andere. Das heißt also, das ist eine Überprüfung und auch eine Schätzung, die also mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber das werden wir uns natürlich dann auch dieser Frage annehmen im weiteren Verfolg dieser Akte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Stopp. Dankeschön. Gibt es Nachfragen? Ladies first. Dank. Ich denke mal, wichtig ist, dass man klar vorgebracht hat, dass es sich um verschiedene Generationen Kunstrasenplätze handelt und dass nicht einer wie der andere gleich sind und auch gleich behandelt werden können. Ich glaube schon, dass die Schlagzeilen viel Sorge bei den verschiedenen Vereinen ausgelöst haben und dass auch die verschiedenen Gemeindekollegien da einiges gehört haben. Und mir ist eine Sache wichtig, das ist, dass nicht jetzt jeder seine eigene Laboruntersuchung macht, sondern dass es diese konzertierte Aktion gibt, dass man das zusammen macht. Also das soll man wirklich auch klar vorstellen, dass das eigentlich der Weg sein sollte. Was jetzt in Zukunft daraus entstehen wird, ich glaube sehr wohl, dass die Firmen sich bewusst sind, wenn sie ein solches Produkt auf den Markt bringen, dass sehr hohe Qualitätsstandards notwendig sind. Und da hoffen wir mal, dass eben da auch Sorge getragen worden ist und gute Produkte verwendet worden sind. Und wir werden sehr gerne dieses Thema dann mit Ihnen weiter verfolgen. Dankeschön. Herr Mockel. Ja, ich habe jetzt nicht ganz genau in der Reihenfolge verstanden oder beziehungsweise meine Bitte wäre schon, wird jetzt, also die DG würde dann trotzdem eine, ich denke mal, die Herstellerangaben bzw. Lieferantenangaben sind schön und gut, aber ich denke, man sollte denn doch in geordneten Bahnen, da nicht jeder Verein für sich, aber sollte denn doch eine chemische Analyse der Granulate vorgenommen werden, denke ich mal. Ich weiß es nicht, meine Frage war, haben Sie das jetzt vor, bevor diese europäische Studie rauskommt oder danach? Ich meine, hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange das noch dauert. Also ich denke, dass dieser Prozess wohl parallel laufen wird an dieser Stelle. Also wir werden jetzt nicht abwarten, bis das die europäische Studie da ist, denn wir müssen ja beiderseitig wissen, zum einen werden wir irgendwann mal wissen, was die europäische Studie dann als Ergebnis natürlich hat, aber wir müssen wissen, was genau für Material wo verbaut wurde, um eben da auch zu sehen, wo ist dann entsprechend dann auch eine Maßnahme zu ergreifen dann auch, weil ich glaube schon, dass es sicherlich in der Zeit auch Unterschiede in dieser Frage auch gegeben hat, auch weil die EU-Verordnung eher jüngerer Natur ist, das heißt also auch noch keine 10 Jahre Bestand hat. Von daher hat es da sicherlich auch Unterschiede gegeben, aber das müssen wir jetzt dann in Ruhe untersuchen und bevor wir dann Schlussfolgerungen ziehen, denke ich, sollten wir alle Daten und auch Ergebnisse auf dem Tisch haben, um dann entsprechend direkt auch Maßnahmen ergreifen zu können. Herr Mertes. Ja, danke schön. Auch nochmal dazu eine kurze Nachfrage. Also habe ich das richtig verstanden? Sie werden von jedem Kunstrasenplatz eine Probe nehmen von Granulat und die chemisch analysieren lassen? Ja, wir werden jetzt zuerst mal also überprüfen müssen, genau welche Produkte genutzt wurden dann bei den unterschiedlichen Bauten. Das müssen wir jetzt nachgehen. Und dann insofern notwendig werden wir auch dann effektiv eine chemische Untersuchung dann durchführen. Also wenn uns nicht garantiert werden kann, dass also nicht den Normen entsprechend Granulat genutzt wurde dann in der Form. Ja, das muss dann gemacht werden. Herr Braun. Ja, vielen Dank. In dem Fall, wenn diese Untersuchung gemacht wird, also egal, ob es jetzt das Granulat ist oder irgendein anderer Bestandteil von so einem Kunstrasenplatz oder auch irgendwelche anderen Bauten, kann dann, wenn herauskommt, dass eben irgendwas gesundheitsschädlich ist, kann dann die Garantie des Herstellers in Anspruch genommen werden? In dem Fall? Das sind dann alles Fragen, die wir effektiv zu klären haben. Also ich bin jetzt nicht auf jedes Detail eingegangen, weil es auch nur eine aktuelle Frage ist. Also es müsste dann auch sonst natürlich noch weitere Schlüsse gezogen werden. Aber in der Tat muss man dann auch schauen, welche juristischen Möglichkeiten sich dann auch dem Bauherrn an der Stelle auch eröffnen. Natürlich, das sind alles Fragen, die dann im Einzelnen effektiv zu klären sind und, glaube ich, auch die bei jedem Projekt auch sehr unterschiedlich sicherlich zu handhaben sind und auch durchgeführt wurden. Ist also relativ komplex. Herr Mertes.
Ja, die Frage geht jetzt auch, sprengt jetzt auch den Rahmen. Ich möchte sie trotzdem kurz stellen. Wenn man ja so eine Ausschreibung macht für so einen Kunstrasenplatz oder allgemein bei Ausschreibungen, macht man sich mittlerweile ja auch oft Gedanken über das Recycling von Produkten, die verwendet werden. Ich weiß nicht, ist das überhaupt in Lastenheften so etwas vorgesehen? Wie ist das, wenn das jetzt entsorgt werden müsste? Das ist wahrscheinlich auch noch ein Aspekt, der ja kostenmäßig da nicht unerheblich sein wird. Jetzt hier in den verschiedenen Fällen kann ich das jetzt nicht begutachten, ob die Lastenhefte das vorgesehen haben. Da kann ich Ihnen jetzt nicht darauf antworten an der Stelle. Aber in der Tat, wenn man mit solchen Materialien arbeitet, ist das also wichtig. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass natürlich auch die Bauherren, also die Vereine, die ja diese Kunstrasenplätze auch gebaut haben und auch verantwortlich sind, natürlich das auch nicht alleine gemacht haben, haben sich ja auch mit Architekten sind ja auch dabei gewesen, sind ja auch Fachfirmen, Experten auch, die sich damit beschäftigt haben. Und ich möchte auch nur, ich habe es jetzt hier nicht noch einmal gesagt, aber ich glaube, in der Fragestellung von Frau Kreuz ist das auch noch mal deutlich geworden. Ich glaube, man muss der Sache nachgehen, man muss ja auf den Grund gehen, man muss sagen, gibt es Gefahren, gibt es keine. Aber wir müssen jetzt erstmal, denke ich, also in der Frage so damit umgehen, dass wir es alles überprüfen und dann die Schlüsse ziehen, die daraus zu ziehen sind. Aber ich denke, man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Also ich möchte jetzt auch bitte hier keine Panik auch nicht aus diesem Hause hier heraus schaffen bei der größten Sportart, die durchgeführt wird in der deutschsprachigen Gemeinschaft mit den meisten Mitgliedern. Also ich möchte da effektiv doch ein bisschen Ruhe bewahren an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist das Thema wichtig, wir arbeiten dran, aber wir werden und müssen dann zu gegebenen Zeit, wenn wir die wirklichen Resultate haben, dann auch entsprechend kommunizieren und Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen. Herr Muckel? Ja, vielleicht nur einen Satz noch auch so zur allgemeinen Verdeutlichung. Ich meine, das ist ja nicht so, als wenn die Kinder das Granulat, mal die Kinder zu nehmen, unter den Schuhen hätten. Also die meinen, die kamen schwarz wie die Köhler vom Training, ne? Die haben sich das überall ins Gesicht und auf die Arme gerieben und hatten noch Spaß daran. Also deshalb ist das schon eine Sache, die sollte man genau untersuchen. Man sollte auch nicht natürlich sofort davon ausgehen, dass es auf jeden Fall jetzt ganz gefährlich ist. Die Zeit sollen wir uns noch nehmen. Gesagt wurde oder auch hervorgebracht wurde durch diesen Experten, wird ja auch wieder, aber wie das immer ist, auch durch andere Experten widerlegt. Das heißt nicht, dass man der Sache nicht nachgehen muss, das habe ich ja nicht gesagt, wir tun das ja auch. Aber ich möchte nur sagen, auch da gibt es wie in vielen Dingen auch immer zwei Meinungen. Wir müssen unsere Meinung in dieser Frage erst jetzt fassen, natürlich auf Grundlage von Analysen und Ergebnissen von Berichten, die wir da abwarten dann auch an der Stelle. Das ist nur das, was ich damit sagen wollte. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann gebe ich jetzt den Vorsitz weiter an die Frau Vizevorsitzende. Werter Kollege, liebe Kollegin, ich werde dann jetzt die beiden Fragen 3 und 4 einmal gestellt durch Herrn Mirko Brahm und Herrn Struckmeier ermöglichen. Und wir fangen an mit der Frage von Mirko Brahm an Frau Ministerin Isabel Weigmanns zu den Ausgleichszahlungen für die Gemeinde. Ja, vielen Dank. Aufgrund der regionalen Steuerreform vom 22. Oktober 2003 kann den Gemeinden eine Ausgleichszahlung im Rahmen gewährter Vergünstigungen anlässlich des Immobiliensteuervorabzugs gewährt werden. Da die Wallonische Region die Regelungen zu den Kompensationszahlungen im Bereich des Immobilienvorabzugs Ende 2015 angepasst hat, bleiben für die neuen deutschsprachigen Gemeinden praktisch nichts mehr übrig. Zudem scheint die Wallonische Region beschlossen zu haben, dass die Gemeinden des deutschsprachigen Gebiets im Jahre 2015 nur 50% des theoretischen Betrags ausbezahlt bekommen. Insofern der jeweilige Steuersatz in jeder Gemeinde über 2600 Zuschlagshundertstel liegt. Ferner scheinen für die frankophonen Gemeinden die Regeln ähnlich zu sein, aber nicht identisch. Hierzu die Fragen:
Ist die Vorgehensweise der wallonischen Region in Bezug auf die neuen deutschsprachigen Gemeinden korrekt? Wurde diese Problematik im Rahmen der gemeinsamen Regierungssitzungen am 6. Oktober zwischen der Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft und der wallonischen Region besprochen? Und wäre die deutschsprachige Gemeinschaft bereit, die neuen deutschsprachigen Gemeinden bei der eventuellen Klage gegen die wallonische Region zu unterstützen? Das war jetzt die erste Frage. Die zweite Frage wird dann mein Kollege Marcel Struckmeier an Frau Ministerin Weikmanns stellen zu den Anpassungen der Regelungen betreffend Baggenkompensationszahlungen im Bereich des Immobilienvorabzugs. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ende 2015 hat die wallonische Region die Regelungen zu den Kompensationszahlungen im Bereich des Immobilienvorabzugs angepasst. Die aktuelle Situation scheint so, dass die DG-Gemeinden für das Jahr 2015 nur 50% des theoretischen Betrags ausbezahlt bekommen. Dies unter der Bedingung, dass der Steuersatz über 2600 Zuschlagshundertstel liegt. Bisher besteht keine Klarheit darüber, welche Regelung für das Jahr 2016 angewendet wird. Vor dem Hintergrund des erhöhten Drucks auf die Haushalte der Regionen scheint eine weitere Anpassung des Regelwerks nicht ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund lautet meine Frage: Sind die Gemeinden der DG bei dieser Maßnahme im gleichen Maße betroffen wie die Gemeinden der wallonischen Region? Und erhalten diejenigen Gemeinden, die in 2015 weniger als 2600 Zuschlagshundertstel verlangten, dennoch Ausgleichszahlungen? Danke. Dem Kollegen Struckmeier. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Werte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zunächst, den Werdegang aus Sicht der deutschsprachigen Gemeinschaft wiederzugeben. Wie üblich informiert der zuständige wallonische Minister für lokale Behörden der DG über die Beiträge, die den Gemeinden ausgezahlt werden. Dies geschah am 28. Dezember 2015 für den Betrag zugunsten der Stadt Eupen. Im Zuge der Erstellung der Rechnungslegung 2015 hat ein Gemeindefinanzdirektor bei der wallonischen Verwaltung die Mitteilung des Betrages für die Stadt Sanfit nachgefragt. Daraufhin wurde ihm in einem Satz mitgeteilt, dass die wallonische Regierung beschlossen hat, die Ausgleichszahlung für die Gemeinden, die einen Steuersatz unter 2600 Zuschlagshundertstel haben, auf 0 Euro zu bringen. Weitere Erklärungen wurden ihm nicht mitgeteilt. Der Finanzdirektor leitete seinen Kollegen in den anderen Gemeinden diese Information weiter. So wurden die Gemeinden am 3. März darüber informiert dieses Jahr. Die DG selbst wurde über diesen Beschluss seitens der Wallonischen Region nicht informiert. Über ein Gemeinderatsmitglied einer betroffenen Gemeinde erhielt mein Kabinett informell am 25. April 2016 die Information, die dem Gemeindefinanzdirektor zugeschickt worden war. Wir haben dann mehrmals versucht, die rechtliche Grundlage dieser Information zu erhalten. Zuletzt hat mein Kabinett im Rahmen auch des Begleitausschusses zum Zusammenarbeitsabkommen Wallonische Region, Deutschsprachige Gemeinschaft am 7. September dieses Jahres die Problematik mündlich noch einmal mit dem Kabinettschef von Paul Furlan angesprochen. Im Rahmen unserer Verwaltungsaufsicht über die Haushalte und die Rechnungslegung der neuen deutschsprachigen Gemeinden ist es nämlich immens wichtig für uns, dass Beschlüsse, die eine Auswirkung auf die Erstellung dieser Dokumente haben, uns auch mitgeteilt werden. Das haben wir dann auch noch mal mitgegeben. Am 17. September erhielten wir erneut nur die Information über den Betrag der Stadt Eupen. Die Rechtsgrundlage jedoch haben wir nicht erhalten. Erst am 12. Oktober, also nach der gemeinsamen Regierungssitzung vom 6. Oktober und aufgrund mehrmaliger Nachfrage an höchster Stelle, haben wir den Beschluss der wallonischen Regierung vom 10. Dezember 2015 dann erhalten. Es war notwendig, den Beschluss, der eine komplexe Regelung festhält, zu kennen. Am 14. Oktober wurde der Beschluss seitens meines Kabinetts analysiert und wurde die genaue Auswirkung für unsere neuen deutschsprachigen Gemeinden berechnet. Am 17. Oktober habe ich angewiesen, den Beschluss und die Kalkulation den Gemeinden auch zukommen zu lassen. Ich halte fest, dass dies die Aufgabe der wallonischen Region gewesen wäre, an dieser Stelle die bis dato unsere deutschsprachigen Gemeinden nicht über den Beschluss vom 10.12.2015 informiert hat. Ob sie dies den wallonischen Gemeinden mitgeteilt hat, wissen wir nicht. Bis zum heutigen Tag habe ich seitens der DG-Gemeinden auf meine Information vom 17. Oktober aber ebenfalls keine Reaktion erhalten.
Daher habe ich auch diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Bürgermeisterkonferenz am 17. November 2016 setzen lassen. Sie sehen also, ich bin gewillt, unsere Gemeinde in dieser Akte zu unterstützen, auch wenn unterstrichen werden muss, dass es sich nicht um eine Zuständigkeit der deutschsprachigen Gemeinschaft handelt. Ich werde mit den DG-Bürgermeistern die Regelung und deren Anwendung besprechen. Zu Ihrer Information, es gibt für die wallonischen Gemeinden eine komplexe Regelung, die je nach Kriterien entweder eine lineare oder eine prozentuale Reduzierung vorsieht für Gemeinden, die weniger als 2600 Zuschlagshundertstel verabschiedet haben. Dies kann von 17,5% bis zu minus 100% gehen. Beispielsweise erhalten die Gemeinden Balen mit 2400 Zuschlagshundertstel oder die Gemeinde Bleiberg mit 2500 Zuschlagshundertstel weiterhin eine Kompensation. Die Gemeinde Trois-Ponts, ebenfalls mit 2400, erhält jedoch keine mehr. Für die DG-Gemeinden wurde allgemein und ohne spezifisches Kriterium beschlossen, dass alle Gemeinden, die weniger als 2600 Zuschlagshundertstel verabschiedet haben, undifferenziert keine Ausgleichszahlung erhalten, demnach minus 100%. Des Weiteren werden die Ausgleichszahlungen für wallonische Gemeinden, die mehr als 2600 Zuschlagshundertstel verabschiedet haben, zwischen 10% und 40% gekürzt. Im Falle der DG-Gemeinden liegt diese Kürzung bei 50%. Dies betrifft aktuell aber auch nur die Stadt Eupen. Alle anderen Gemeinden erhalten keine Kompensation mehr, da sie unter 2600 Zuschlagshundertstel liegen. Dies beantwortet die Frage von Herrn Struckmeier, ob die DG-Gemeinden im gleichen Maße betroffen sind wie die wallonischen Gemeinden. Die wallonische Region hat also spezifisch für die DG eine Reduzierung von entweder 100% oder 50% im Fall der Stadt Eupen beschlossen. Ob nun diese Vorgehensweise der wallonischen Region in Bezug auf die neuen DG-Gemeinden korrekt ist, können sicherlich in letzter Instanz nur die Gerichte entscheiden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang ebenfalls an die wallonische Steuer auf Sendemaste, die ebenfalls in der DG erhoben wird, wo jedoch keine Umverteilung an die deutschsprachigen Gemeinden geschieht, im Gegenteil zu den wallonischen Gemeinden. Die weitere Vorgehensweise werde ich, wie bereits erwähnt, konzertiert mit den DG-Gemeinden am kommenden 17. November besprechen und festhalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Minister. Gibt es Nachfragen seitens der Fragesteller? Ja, vielleicht nur eine Verständnisfrage, aber wie kommt es denn, dass die Gemeinde Balen zum Beispiel, die liegt ja auch dann unter 2600 Zuschlagshundert, wieso kriegen die dann noch was und meine Kelmis zum Beispiel nicht oder andere Gemeinden. Wo liegen da die Kriterien? Ja, das ist die Anwendung dann des gerade erwähnten Beschlusses von Dezember dann 2015. Da sind diese Kriterien und Übergangskriterien oder beziehungsweise Kompensationsmöglichkeiten vorgesehen. Diese aber, wie gesagt, ausschließlich Anwendung auf die wallonischen Gemeinden finden, weil eine getrennte Beschluss quasi gefasst worden ist für die deutschsprachigen Gemeinden, wo man also keine Kompensationsmöglichkeiten vorgesehen hat. Warum das so ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das muss man dann die Entscheider an dieser Stelle noch einmal fragen. Und wie gesagt, dazu werden wir uns dann auch entsprechend austauschen mit den Gemeinden. Herr Kollege Struckmeier, auch eine Nachfrage. Ja, zuerst eine Anmerkung. Also die Regelung ist ja höchst sonderbar und es liegt ja der nicht fern zu vermuten, dass mit zweierlei Maske gemessen wird. Ich kann da dem Herrn Brahm genau folgen. 2400 Zuschlagshundertstel müssten dementsprechend auch für die deutschsprachigen Gemeinden denn mindestens mit 40% eine Rückzahlung erfolgen. Also ich werde auf jeden Fall unseren Bürgermeister davon in Kenntnis setzen und hoffe, dass er da die Anstrengungen unternimmt, die sich da bieten. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Gibt es weitere Nachfragen seitens der Fraktion? Herr Kollege Gentjes. Also vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, dass der Begriff sonderbare Regelung untertrieben ist. Es ist
schlichtweg eine Diskriminierung der deutschsprachigen Gemeinde. Also es ist doch schon sehr, sehr, sehr überraschend, wenn man solche Regelungen hört. Auch die Regelung der Kompensationszahlungen der Sendemasten, es ist doch schon haarsträubend, wenn man sowas hier erfährt. Und daher auch nochmal die Nachfrage, ist denn auch zum Beispiel in diesem Bereich der Sendemasten schon was unternommen worden? Frau Ministerin, Sie haben das Wort, wenn Sie wollen. Ja, ich kann das natürlich nur bestätigen, was gesagt wird. Ich meine, wir haben das Thema hier auch, wie gesagt, schon zu anderen Themen gehabt. Ich erinnere an die Sendemasse, auch in anderen Zusammenhängen. Es ist wirklich also nicht nur, dass natürlich über diese Steuerzuständigkeit wesentliche Entscheidungen natürlich getroffen werden, die eine direkte Auswirkung auf unsere Gemeinden haben, von denen, also jetzt in dem Fall unsere Gemeinden, nicht richtig informiert wurden. Wir auch nicht als deutschsprachige Gemeinschaft, die Aufsicht haben über die Haushalte unserer Gemeinden. Also es wäre schon, das haben wir auch mehrfach schon angebracht, also wirklich wesentlich, dass wir auch, insofern auch natürlich die Gemeinden informiert werden, wir auch direkt informiert werden über solche doch wesentlichen Entscheidungen, die einen direkten Einfluss auf die Einnahmen unserer Gemeinden haben, auch direkt informiert werden. Also es gibt wirklich zwei Aspekte. Einmal die Frage der Information, der zeitigen Information auch über solche Beschlüsse, denn man weiß ja auch, dass die Gemeinden ja auch frühzeitig ihre Haushalte schnüren müssen, wir auch unser Haushaltsrundschreiben schon im September unseren Gemeinden zukommen lassen. Also da gibt es ja große Vorbereitungen, die getroffen werden müssen. Und gut, an dieser Stelle natürlich dann auch die Frage, inwiefern dann auch unsere deutschsprachigen Gemeinden dann benachteiligt sind im Vergleich zu anderen, was sich dann jetzt leider einmal noch mal bestätigt dann auch in dieser Frage. Ich könnte eine ganze Reihe anderer auflisten. An dieser Stelle, unsere Gemeinden wissen das auch. Gut, in gewissen Fragen haben wir auch in konzertierter Aktion auch entsprechende Dinge auch erzielen können, auch Etappen erzielen können, in anderen nicht. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir das in der Bürgermeisterkonferenz thematisieren, um eben auch entsprechend gemeinsam auch voranzugehen, weil ich glaube, es ist wenig sinnvoll, wenn die Gemeinden vereinzelt dann auch die Wallonische Region ansteuern. Also ich glaube, dann macht es schon eher Sinn, dass sie das auch gebündelt tun. Wie gesagt, das möchte ich Ihnen vorschlagen und auch natürlich auch gerne Ihre Vorschläge hören, wie Sie gedenken, auch damit umgehen zu wollen. Wir haben noch eine weitere Bemerkung, Nachfrage seitens des Kollegen Freddy Mocke. Bitte, Herr Kollege. Ja, ich finde es effektiv äußerst befremdlich. Also wenn man schon nicht bereit war, ich rede jetzt von der Wallonischen Region, die Ausübung einer gewissen Steuerhoheit mitzuübertragen, dann gibt es keinen Grund, wieso anscheinend die deutschsprachigen Gemeinden anders behandelt werden sollen wie die übrigen wallonischen Gemeinden. Also das sehe ich nicht ein. Die zweite Sache ist, wenn das erst am 12.10.16 effektiv mitgeteilt wurde, ich denke, sind das 60 Tage, die man Frist hat bis zum Staatsrat, die Bürgermeisterkonferenz wäre vorher, also dann... Ich weiß nicht, dann müsste man den natürlich juristisch prüfen, aber ich denke, hier und vielleicht auch in der einen oder anderen Sache sollte man schon schauen, ob man nicht so weit gehen sollte. Eigentlich war eine Wortmeldung pro Fraktion, aber ich denke mal, das Thema scheint alle doch sehr zu beschäftigen. Ja, ich habe hier nochmal die Wortmeldung des Kollegen Gentjes. Daher starten wir mit Herrn Mertes, bitte. Dankeschön. Eine kurze Nachfrage. Das heißt, es ist in dem Beschluss der Wallonischen Region explizit die neuen deutschsprachigen Gemeinden, also für diese eine andere Regelung definiert als für die wallonischen Gemeinden. Ah, ja. Dann kommen wir noch zur Nachfrage von Kollege Gentjes. Ja, nochmal ein Anschluss zu dem, was Herr Mocke gerade sagte. Wenn ich das eben richtig verstanden habe, sind die deutschsprachigen Gemeinden bis heute noch nicht offiziell von der Wallonischen Region darüber informiert worden. Gut, ich gebe jetzt noch den Fragestellern das letzte Mal die Möglichkeit, eine Nachfrage abschließend dann nochmal Stellung zu beziehen zu ihren Fragen und Nachfragen. Und
Starte mit Herrn Brahm. Danke. Nur ganz kurz, der Herr Mockel sprach gerade die Fristen an, aber der Beschluss wurde ja am 10.12.2015 gefasst, hat dann quasi 10 Monate gebraucht, ehe er dann irgendwann mal in der DG ankam. Das ist ja dann auch nicht überall angekommen, aber wie sieht das mit den Fristen dann genau aus? Wann kann man gegen diesen Beschluss, kann man immer noch irgendwie vor den Staatsrat ziehen? Da gibt es keine spezielle Frist. Da kann ich jetzt nicht drauf antworten. Das muss ich überprüfen lassen. Herr Kollege, Sie. Es wäre nett, wenn wir dann auch von in diesem Haus ja dann noch darüber informiert werden, wie die Versammlung mit den Bürgermeistern gelaufen ist und was dann danach auch noch geschehen ist. Also wir werden bestimmt auch von den Bürgermeistern informiert, aber wäre auch interessant, auch hier dann auf dem Laufenden gehalten zu werden. Danke. Also noch dem zweiten Fragesteller die Möglichkeit einer weiteren Stellungnahme zu geben. Bitte schön. Ja, die Tatsache ist ja so, dass die Gemeinden mit der 100-prozentigen Zuwendung ihren Haushalt geschnürt haben. Und genau wie alle Kollegen finde ich es ein Unding, dass man über Dritte, dass die Gemeinde über Dritte erfährt, dass eine Kürzung erfolgt und obendrein auch noch eine Kürzung mit mehreren Maßstäben, wo die deutschsprachige Gemeinschaft ja klar ins Abseits gestellt wird, wenn ich das gestrige Fußballspiel von Herrn Mockel mal nehme. Es wäre denn schon wichtig, dass von Seiten der deutschsprachigen Gemeinschaft, von den Gemeinden da eine geballte Mahnung Richtung wallonische Region erfolgte. Frau Ministerin, möchten Sie noch ganz schnell? Ganz schnell, aber nur abschließend. Aber in der Tat, deswegen, also kann ich auch nur darauf verweisen, ist es in der Tat sehr wichtig, dass sich auch unsere Gemeinden dahingehend auch positionieren. Denn sie sind diejenigen, die geschädigt sind durch diesen Beschluss und die auch in der Tat jetzt aktiv werden können. Wir können an der Stelle, und so sehen wir auch unsere Aufgabe, informieren, sie begleiten, sie unterstützen, mit dabei sein. Also ich glaube, dass wir das dann auch, habe ich ja auch in der Frage oder beziehungsweise in der Antwort auch nochmal deutlich dargelegt, auch machen. Und ich hoffe, dass wir da am 17. November in der Tat dann auch auf eine Vorgehensweise uns einigen können. Gut, sehr geehrte Kollegin, ich stelle fest, es gibt keine weitere Wortmeldung mehr, es gibt keine weiteren Fragen und somit ist die Kontrollsitzung des heutigen Tages geschlossen. Die nächste Regierungskontrolle von Ausschuss 2 findet am Dienstag, 6. Dezember ab 16 Uhr statt. Ich danke für den regen Austausch und wir setzen unsere Sitzung auf der ersten Etage fort. Vielen Dank.